So, liebe Stirnfreunde, aber jetzt kommt eine richtig geile Sache. Entschuldigt diesen Ausdruck, aber ich fand das wahnsinnig interessant. Dabei ist das eigentlich sogar eine ganz normale, in Anführungsstrichen, Übungsaufgabe oder irgendwas ähnliches an Universitäten. Trotzdem bin ich aber auch jetzt erst darauf gestoßen. Und zwar geht es um Galaxien, ganz speziell um elliptische Galaxien. Es gilt dann aber verallgemeinert auch für Spiralgalaxien, also für die Zentren von Spiralgalaxien und auch für Kugelsternhaufen. Und ich spreche von der Flächenhelligkeit, wie sie sich auf einer zentralen Linie... Ach, ich zeige es einfach mal. Also... Wir haben, das ist eine elliptische Galaxie, fast kreisförmig. Die ist ja in der Mitte sehr hell und dann wird sie langsam dunkler. Ja, das ist der Außenrand, das soll jetzt nicht bedeuten. Ja, das ist jetzt blöd gemacht. Nee, jetzt muss ich platt stellen. Also, in der Mitte ist eine Galaxie ja immer sehr hell. Und dann wird sie dunkler und immer schwächer und, ne, und außen wird sie immer schwächer. Jetzt lege ich hier so eine Linie durch und messe die Helligkeit längs dieser Linie. Und zwar als Flächenhelligkeit. Das will ich jetzt nicht den Unterschied behandeln, das sind Formeln. Aber ich kann denjenigen, der sich damit beschäftigen will, also das mal zwischendurch. Es geht hier um Deep Sky Fotografie, also Leute, die gerne Deep Sky Fotografie machen, Galaxien, aber auch gerne ein bisschen Mathematik machen möchten, können hier beides vereinen. Ja? Also, und diejenigen, die also nur gerne Mathematik machen, können sich ja von, und da sind wir schon wieder bei der interdisziplinären Zusammenarbeit, können sich ja mit Deep Sky Fotografen zusammen und sagen, gib mir doch mal deine schönen Bilder, die möchte ich mal auswerten. Und so, das ist also eine große mathematische Geschichte. Und übrigens, ich hatte ganz am Anfang einen kleinen Fehler auch gemacht, also zur Ermutigung. Ich habe eine Formel gelesen, habe gesagt, ja, eigentlich ist die ja klar, aber irgendwie ist die doch falsch. Und deshalb, ich habe immer was Falsches gehabt. Ich verstand das Ganze nicht. Zum Schluss habe ich festgestellt, ich habe diese Formel falsch gelesen. Sie war vielleicht auch etwas ungünstig geschrieben. Der Autor hätte vielleicht noch eine Bezeichnung anders machen können. Dann wäre sie eindeutiger gewesen. Ich habe sie eben falsch gelesen. Das ist aber so ein Problem, wenn man Klammern setzt oder nicht Klammern setzt. Und ja, im Grunde genommen waren die Klammern nicht gesetzt. Und ich habe es deshalb falsch interpretiert. Also man kann da Fehler machen. Die Formeln sind alle in meinem Buch drin, sind eine ganze Menge. Aber so schwer ist das nicht. Und wenn man das dann macht, dann stellt man fest, hier in der Mitte ist es hell. Und dann wird das zum Rand hin dunkler. Ja, welch Wunder, ne? Das erwarten wir ja auch so. Das ist so ein Helligkeitsprofil. So, jetzt kann man dieses Helligkeitsprofil auswerten. Das will ich jetzt als erstes. Jetzt zeige ich mal so ein Helligkeitsprofil von der Galaxie, was haben wir hier, M49. Das ist eine E2-Galaxie, die ist also ein bisschen länglich. Also sollte ich vielleicht erst einmal die Galaxie zeigen. Ne, da habe ich sie mal eingeblendet. Und jetzt dieses eben gezeigte Helligkeitsprofil, das ist so. So, im Gegensatz zu meiner Skizze sieht man, dass diese zentrale Aufhellung in der Mitte sehr schmal und spitz ist. Und dann läuft es allmählich aus. Ne? So. Und das kann man dann auch nur von der Mitte aus auftragen, dass man also dass man sagt, hier ist die Symmetrieachse und dann spiegelt man das Ganze und dann kriegt man hier eine, die ist dann etwas glatter, weil die Seite zu der noch gespiegelt wurde. Kann man machen, muss man aber nicht. Kann auch nur eine Seite nehmen. So, und
Natürlich ist die Flächenhelligkeit zum Rand hin, es streut sie stärker, weil das ja ins allgemeine Rauschen übergeht. Das ist natürlich auch klar. Und jetzt hat aber ein Astronom namens De Foucauleur, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ich bin da nicht besonders gut drin in der Aussprache fremdsprachiger Wörter, De Foucauleur hat jetzt so ein Gesetz gefunden, das nennt man dieses Profil, was sich da ergibt, De Foucauleurs Profil, und das hat was mit der vierten Potenz oder besser, ja, mit der vierten Potenz zu tun, dieses Abstandes. Wenn das, diese Kurve sich mit der vierten Potenz verhält. Und wenn man das entsprechend umrechnet und die vierte Potenz dann als waagerechte Achse nimmt, dann muss das Ganze eine Gerade ergeben. Und das tut es auch, wie wir sehen. Diese Gerade hat allerdings zwei kleine Abweichung oben und unten, und zum Zentrum hin in der Mitte weicht etwas ab, weil da geht das dann nicht mehr so weiter, sondern da geht es auf eine Konstante zu. Das hängt im Wesentlichen, womit hängt das eigentlich zusammen? Habe ich das hier eigentlich notiert? Weiß ich jetzt gar nicht. Müsste ich jetzt selbst erst nachlesen, spielt keine Rolle, habe ich jetzt gerade nicht parat. Dafür gibt es, glaube ich, einen Grund, warum diese Abhängigkeit ganz im Zentrum eben nicht gilt. Und dann gibt es aber auch noch außen natürlich eine Abweichung. Da wandern die Punkte, wie man sieht, etwas oberhalb. Also genau gilt es nur für einen zentralen Teil dieses Vierer-Potenz-Gesetz und zum Zentrum hin wird es, wie gesagt, konstant, die Helligkeit. Sie wird ja auch sonst irgendwo rein rechnerisch schon gegen unendlich gehen, das kann ja gar nicht sein. Und ganz außen, wenn es in den Rauschbereich reingeht oder kurz vorher schon, wandert es auch etwas ab. Das sind Effekte, habe ich mich jetzt gar nicht vorbereitet hier für diese Sendung. Das habe ich hier alles drinstehen. Wie interessant diese Datengeschichte ist, kann man daran erkennen, dass ich hier 2, 4, 6, 8, 9 Seiten dazu gebracht habe. Und zu diesen Berechnungen. Und dann gibt es ein Sersic, oder so ähnlich ausgesprochen. Auch den Namen blende ich mal kurz ein. Der hat das sogar verallgemeinert, dass das auch für Spiralgalaxien gilt, allerdings nur für den zentralen Teil und auch für Kugelsternhaufen. Da ist dann diese Potenz nicht 4, sondern hat einen anderen Wert. Da gibt er auch noch Formeln an. Und da kann man dann auch noch seine eigene Beobachtung machen und das dann alles schön ausrechnen. Und dann bekommt man eben so viele schöne Diagramme, wie ich sie jetzt hier für alle möglichen gebracht habe. Und man kann dann auch aus diesem Profil heraus, ohne dass man alles zusammen hat, nur diese eine Profil, kann man auch die Gesamthelligkeit ausrechnen. Das habe ich also auch gemacht, diese Profilhelligkeit habe ich sie mal genannt, verglichen mit der Gesamthelligkeit, die im Katalog steht. Und was ich herausbekomme, ist, dass da, wo wir elliptische Galaxien haben, E0, E1, da passt das sehr gut. E2, E5 ist schon ein bisschen abweichend davon, weil da diese Gesetzmäßigkeit der Berechnung der Helligkeit, da habe ich hier so eine Formel angegeben, nicht mehr ganz stimmt, und bei einer Spiralgalaxie weicht es dann noch ein bisschen stärker ab. Also wenn ich von einer stärkeren Abweichung spreche, sind das eine Größenklasse, und wenn ich von einer schwächeren spreche, sind das so bis zu einer halben Größenklasse. So ganz viel ist das ja auch nicht. Also als Pi mal Daumen, erste Schätzung, ist das ja eigentlich schon ganz gut.
Also was ich hier ermutigen möchte, ist, sich diesem Thema unbedingt zu widmen. Und es gibt aus meiner Sicht im Moment keine bessere Dokumentation dazu als mein Buch. Aber ich muss ja auch Werbung für mein Buch machen. Schließlich habe ich daran ja Jahre gearbeitet. Das gibt es ja jetzt schon über 40 Jahre. Und da läppert sich das so langsam zusammen, was man sich da erarbeitet hat. Und da sind ja viele tausend Arbeitsstunden drin. Ne? Während der ich nicht weiter Geld verdient habe. Da muss ich ja auch 3 Euro hier mal dran verdienen dürfen. So, ja, das ist doch eigentlich ganz nett. Und da kann ich nur sagen, wer Lust mit Rechnen hat und Messen und Galaxien und Fotos auswerten, hier kann man sich total austoben. Noch über, also ich habe hier Andeutungen drin, die kann man ausmalen. Da kann man, also ich sag mal, da kann man den ganzen Winter, wenn der Wind, na, Quatsch, im Sommer, ne, im Winter fotografiert man ja, im Sommer kann man ja nicht groß Galaxien aufnehmen. Im Frühjahr sind ja noch viele da. Entweder also selber aufnehmen. Die Genauigkeit, die Qualität der Bilder muss nicht super toll sein. Oder sich von super Fotografen mal welche geben lassen. Sie sollten allerdings natürlich nicht so bearbeitet sein, dass sie irgendwelche Gamma-Funktionen und logarithmische Verstärkung und sowas haben. Denn dann verzerrt das natürlich die Mathematik. Sie müssen also elementar belichtet sein, möglichst als Rohdatenbild und nicht als JPEG, denn da wird schon wieder von der Kamera-Software verzerrt. Ne? Also Rohdatenbilder, die hier addiert werden, das Bild muss ja nicht hübsch sein, es muss nur echt sein, muss nur die wirklichen Helligkeiten widerspiegeln. Fotometrie also von elliptischen Galaxien. Echt eine geile Sache. Tschüss.